Die Bedeutung der Surat al-Qamar, Ayah 1, lautet: Der Tag des jüngsten Gerichts ist nah und der Mond hat sich gespalten. Verehrte Geschwister, der Tag des jüngsten Gerichts wird erst dann anbrechen, wenn bestimmte Anzeichen geschehen sind. Wie aus einem Hadith zu entnehmen ist, sind diese Anzeichen 10. die als die großen Anzeichen des Tages des jüngsten Gerichts bezeichnet werden. Zu diesen Anzeichen gehört das Freikommen des Dajjal. Der Dajjal ist ein Mensch. Scheinbar gehört er zu den Nachkommen des Propheten Ya'qub alayhi salam. In einem Zeitraum von 1,5 Jahren wird er mit der Allmacht Gottes die gesamte Erde durchqueren. Ausgenommen sind jedoch die Städte Mekka und Medina. Diese wird er nicht betreten können, denn die Engel werden ihn daran hindern. Der Dajjal wird zu einer Zeit, die von Hunger und Dürre geprägt ist, freikommen und behaupten, Gott zu sein. Diejenigen, die ihn befolgen werden, werden gesättigt sein. So wird Allah ihn für einige seiner Geschöpfe unheil sein lassen. Die Gläubigen hingegen werden ihn verleugnen und ihn nicht befolgen. Jedoch werden sie Hunger verspüren. Allah wird ihnen jedoch mittels ihrer Gottespreisung helfen. Dies bedeutet, dass die Gottespreisung die Stelle des Essens einnehmen wird, so dass der Hunger ihnen nicht schaden wird. Gewiss, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnte seine Gemeinschaft vor dem Dajjal und seinem Übel und beschrieb ihn ihr, auf dass sie ihn erkennt. Zu seiner Beschreibung gehört, dass er auf einem Auge blind ist. Eines seiner Augen ragt hervor wie eine Traubenbeere. Das zweite Auge ist verschlossen. Daher wird er Al-A'war Ad-Dajjal genannt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass Allah durch den Dajjal einiges an Außergewöhnlichem geschehen lassen wird, welches eine Plage für die Diener darstellt, damit diese wissen, wer zu den Rechtgeleiteten und wer zu den Irregegangenen gehört. Zu dem Erstaunlichen, welches ihm geschehen wird, gehört, dass er einen Gläubigen, der ihn verleugnen wird, wobei er ihm seine Verleugnung offen bekunden wird, zweiteilen und ihn anschließend wieder beleben wird. Dieser Gläubige wird jedoch sagen, dies hat lediglich zu einer tiefergehenden Verleumdung meinerseits dir gegenüber geführt. Zu seinen erstaunlichen Angelegenheiten gehört ebenso, dass er zwei Flüsse mit sich haben wird, wobei der eine aus Wasser bestehen und er über ihn behaupten wird, sein Paradies zu sein, und der andere Fluss aus Feuer bestehen und über ihn behaupten wird, seine Hölle zu sein. Der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam hat berichtet, dass jener Fluss aus Feuer kühl und angenehm für die Gläubigen sein wird und jener Fluss aus Wasser hingegen Feuer für sie sein wird. Der Dajjal wird nach seinem Freikommen 40 Tage auf der Welt verweilen, wobei der erste Tag wie ein Jahr sein wird, der zweite wie ein Monat, der dritte wie eine Woche und die restlichen Tage wie gewöhnliche Tage. In den letzten Tagen des Dajjal wird Isa alayhi salam herabsteigen. Er lebt zurzeit im zweiten Himmel, in den er erhoben wurde, als ihn damals die Nichtmuslime töten wollten. Gemäß den Überlieferungen wird er an einem weißen Leuchtturm östlich von Damaskus herabkommen. Der Dajjal wird ihm in Palästina begegnen, wo ihn der Prophet Isa alaihi salam in einem Dorf namens Babulud töten wird.
so wird Isa alayhi salam nach der Gesetzgebung des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam herrschen. Möge Allah uns vor dem Unheil des Dajjal bewahren und uns im Islam verharren lassen. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Wallahu a'lam wa ahkam.